So, heute mal ein kleines Video über so eine Fliegenrolle bzw. eine Rolle fürs Eisangeln aus China. Die habe ich bei Jom bestellt, kostete 5 Euro bzw. mit 10% Rabatt günstiger, kostenloser Versand. Und zwar soll die auf meine Eisangel drauf. Problem ist nur, ich bin Rechtshänder und ich halte die Rute am besten mit der rechten Hand und kugel mit der linken. Problem dabei ist, wenn man jetzt mit rechts kugelt und links hält, ist ja okay. So kugelt man auf und so löst dann die Bremse. Ja? So, ich möchte das jetzt aber versuchen umzubauen, damit ich von dieser Seite kugeln kann. Und so soll dann quasi die Bremse aktiviert werden, wenn der Fisch abzieht. Weil, wenn man die jetzt umdreht, dann hat man Folgendes. Wenn man wie gewohnt nach vorne kugelt, ist die Bremse aktiv und so kann der Fisch dann ungehindert abziehen. Das heißt, die Bremse hat dann gar keine Wirkung. Und so aufkurbeln will ich auch nicht, weil die Schnur dann so schräg läuft und ja, weiß nicht. Gefällt mir einfach nicht. So, ich will die Rolle jetzt zerlegen und versuchen Folgendes zu machen. Da drinnen ist ein Nadellager und der sperrt in eine Richtung. In eine bewegt er sich frei. Der bewegt sich hier auf dieser Stallachse und die ist auch gleichzeitig die Bremse. Und zwar wird nicht in der Spule gebremst, sondern hier in diesem Teil. Und wenn man jetzt die Bremse löst, dann hört man, dass die Bremse in beide Richtungen funktioniert. Und deswegen möchte ich hier was tauschen, aber ich nehme auch das hier auseinander und zeige einfach mal, wie die hier funktioniert. Wichtig ist immer passendes Werkzeug, dass der Schraubendreher weder zu klein noch zu groß ist, ansonsten macht ihr die Schraube kaputt. Ich hatte vorher versucht, die loszuschrauben. Es ging nicht. Ich habe einen anderen Schraubendreher geholt, mit etwas mehr Kraft, auch probiert. Nein, und dann fiel mir ein, versuch einfach mal im Uhrzeigersinn, also quasi Linksgewinde. Und voilà, es ist ein Gewinde im Uhrzeigersinn, also quasi Linksgewinde ist das. Also immer darauf achten, weil das ist auch bei vielen Angelrollen so, damit sie sich selber nicht lösen. Ups, schon ist mir was weggeflogen, ist nicht ganz so schlimm. Hier halt drunter aufpassen, falls ihr wirklich sowas kauft. Die wird ganz normal abgeschraubt gegen Uhrzeigersinn, diese Kappe. Ja, das ist einfach eine Kunststoffkappe mit so speziellen Rillen da, die rattern. Wichtig ist, da sieht man so einen grauen Punkt. Das ist die Kugel, die auf der Feder sitzt, die nicht verlieren. Ansonsten funktioniert das Ganze dann nicht mehr. Dann könnt ihr nicht mehr verstellen, weil die Feder hacken wird. Und hier ist das Bremsprinzip oder Bremssystem. Diese Metallscheibe reibt auf den beiden gehärteten Metallstiften. Und so wird das halt gebremst. Also ohne irgendwelchen Filz, beziehungsweise sogar drei Stück sind da. So, und das Ganze bremst dann. Oder der drückt die Stifte durch und wird auf einer Seite gebremst. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht dahinter gekommen. Ich kriege das mittlere Teil hier nicht raus. Ich will jetzt auch nicht zu viel zerlegen und nicht zu viel kaputt machen. Auf jeden Fall sehr interessante Sache. Aufgeschraubt wird wieder ganz normal im Uhrzeigersinn. Aber ich tippe eher, dass diese drei Stifte hier gegen drücken und dahinter wahrscheinlich so eine Filzeinlage sich befindet. Ich muss mal gucken, ob ich das mal irgendwann mal bei Gelegenheit auseinandernehme. Auf jeden Fall, wie gesagt, das bewegt sich in beide Sachen, Richtungen. Was gut ist, denn dann kann ich einfach das Nadellager umdrehen und schon habe ich das, was ich haben wollte. So, hier, wie gesagt, gegen Uhrzeigersinn in die Richtung. Nicht zu fest. Ich habe erst gedacht, die wäre eingeklebt, als ich die lösen wollte, aber das war einfach nur Linksgewinde. So, das Ganze packen wir jetzt mal beiseite. Kommen wir zu dem hier. Hier drin sind keine Kugellager, sondern Kunststoff auf Kunststoff. Dafür nehme ich dann zum Beispiel sowas hier. Mehrzweckfett. Geht von minus 30 bis 120 Grad. Das reicht vollkommen. Das ist für Gleit- und Walzlager oder Welslager. So, hier drunter ist. Ja, ich will das jetzt nicht auseinandernehmen, ich habe das vorher schon auseinandergenommen. Da ist einfach nur dieses Blättchen, was zur Seite bewegt. Das rastet dann hier oben
in dieser Rille ein. Da rastet das ein und da ist eine Art, so eine Blattfeder in V-Form und die kann schnell rausfliegen, deswegen will ich das jetzt nicht auseinandernehmen vor der Kamera. Mir geht es darum, ich will das hier, das Innenleben rausbekommen. Ich hoffe, dass es mir jetzt gelingt, dass das Video nicht zu lang wird. Einfach zwei Schräubchen lösen. Entschuldigt auch meine Kameraführung, beziehungsweise ich habe hier ein Handy auf so einem Stativ, was seitlich angebracht ist. Deswegen, ich versuche schon die ganze Zeit aufs Display zu gucken, ob alles im Bild ist. So, hier ist ein Aluring eingepresst und unten drunter befindet sich das Wälzlager. Moment. Da drin, in so einem Kunststoffkäfig. Und wenn man das jetzt einfach um 180 Grad dreht, dann müsste genau das erreicht werden, was ich vorhabe, dass er in die andere Richtung sperrt. So, und das versuche ich jetzt mal rauszubekommen. Bitte nicht mit so einer Pinzette machen oder so, die ist zu fein. Ihr brecht euch die, oder verbiegt euch die Spitzen. Deswegen lieber mit einem Schraubendreher. Vorsichtig. Dann müsste das eigentlich klappen. Also bewegen tut sich schon. Am besten wäre natürlich, dass man von innen irgendwie rausziehen kann. Ich habe jetzt keinen Kugellagerabzieher da. Probieren wir so auf die alte Methode durch Erdanziehungskraft. Ja, aber das ist so ziemlich passend eingedrückt ist, kann man das gar nicht so loswackeln. Aber scheint doch zu funktionieren. Nicht so doll hebeln, weil sonst macht man Macken hier am Rand. Versuchen wir nochmal. Es ist schon etwas rausgekommen, aber noch nicht weit genug. Also weiter. Jetzt versuche ich mal mit der Mazette zu fassen. Nein, zu schwach. Machen wir kurz Pause, hole erstmal vernünftiges Werkzeug. So, ich habe mir jetzt eine Zange geholt für Splitringe, auch von Jom für 3 Euro. Kann man auch nicht meckern. Und zwar folgendes, die hat ja diesen Haken. Da versuche ich jetzt unter den Ring zu kommen und hochzuhebeln. Einmal schön im Kreis herum. Und voilà, das Ding ist raus. So, mal kurz beiseite. Ja, ich hoffe mal, dass das Ding jetzt einfach so rausfällt. Was es natürlich nicht tut. Ist wahrscheinlich auch eingepresst. Ich will jetzt auch nichts beschädigen. Ich versuche mal jetzt zu hebeln, ob das klappt mit der Zange. Ich hoffe, man kann das noch im Bild einigermaßen erkennen, was ich da jetzt mache. Machen wir mal einen Flachschraubendreher. Immer schön im Kreis, nicht nur an einer Stelle. Dass man den Käfig nicht aufbiegt und dadurch beschädigt. Probieren wir mal ganz tief rein. Dafür ist die vielleicht zu kurz schon. Muss ich mir dann was anderes einfallen lassen. Noch ein bisschen weiter auseinanderbiegen. Okay, es hat geklappt. Ich kann den jetzt einfach rausziehen. Das Lager. Und jetzt einfach andersrum einstecken. Dann einfach schon mal testen, ohne dass ich jetzt den Aluring da einbaue. Einfach nur mal testen, ob das jetzt was gebracht hat. So, und wie man sieht, jetzt kann ich ganz normal kurbeln. Wenn das jetzt so montiert ist, kann ich ganz normal kurbeln und rückwärts wird die Bremse ausgelöst. Also überhaupt kein Hexenwerk. So schnell geht das. Das war's. Ich habe genau das erreicht, was ich haben wollte. So kann ich aufwickeln und andersrum wird dann die Bremse aktiviert.
So, ich baue das jetzt noch alles zusammen. Ich denke, das brauche ich jetzt hier nicht unbedingt im Video zu zeigen, weil ne, ich will eure Zeit ja auch nicht stehlen. So, und das war's. Also Leute, immer schön ein bisschen nachdenken, wenn ihr auch irgendwie was umändern wollt oder so, einfach mal gucken. Keine Hektik, lasst euch Zeit. Ich werde hier in dem Griff auch noch, wie gesagt, ein bisschen Fett nahe reintun, damit er ein bisschen geschmeidiger wird, also etwas länger hält, weil sonst Kunststoff auf Kunststoff, irgendwann mal reibt sich das auch kaputt. Ja gut, die wird jetzt natürlich 365 Tage zum Einsatz kommen, die Angel, aber man sorgt besser vor. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen gut Fang und Petri Heil.